Hi, in diesem Video soll es um das Thema Motivation gehen, und zwar um intrinsische und extrinsische Motivation. Diese zwei Begriffe sind eigentlich ganz einfach zu verstehen. Intrinsische Motivation ist immer dann, wenn die Handlung an sich motivierend ist. Und extrinsische Motivation ist immer dann, wenn Ziele verfolgt werden. Das bedeutet, wenn ein Mensch eine Handlung ausübt, kann man unterscheiden, ist das intrinsisch Motivation oder ist das extrinsische Motivation. Beispiel: Ein Mensch rennt an einem Fluss entlang. Das weiß man erstmal nicht, warum er dies tut. Wenn dies intrinsische Motivation wäre, dann rennt er den Fluss entlang, weil ihm das Rennen an sich Spaß macht. Oder das Rennen am Fluss an sich macht ihm Spaß. Das heißt, die Handlung an sich motiviert ihn. Extrinsische Motivation: Er rennt am Fluss entlang, um besser zu werden. Oder er rennt am Fluss entlang, um einen schönen Körper zu kriegen. Oder er rennt am Fluss entlang, um schnell zur Arbeit zu kommen. Das heißt, hier verfolgt er ein Ziel. Dann ist das extrinsische Motivation. Intrinsische Motivation ist immer dann, wenn die Handlung an sich das Treibende ist. Ein Klavierspieler spielt Klavier, weil er gerne Klavier spielt. Ein Computerzocker zockt gerne, weil ihm das Zocken Spaß macht. Extrinsische Motivation wäre, ein Zocker zockt, um auf dem nächsten Turnier besser dazustehen. Er verfolgt ein Ziel. In diesem Sinne soll der Crashkurs hier abgeschlossen sein, und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder.